Ja, die Folge heißt, Ike ist vom Pech verfolgt. Ach, ich doch nicht. Ja gut, frag mich mal, ich bin gerade, ich muss den ganzen Turm wieder von vorne machen. Hast du Hunger? Da ist bestimmt noch ein Topf drinne. Hier ist gar nichts zum Holen. Hä? Ich habe hier doch gerade eine Anzeige gehabt. Ach hier, Notiz. Die müssten wir uns dann mal durchlesen. Ich habe das Hilfsboot gelassen. Es tut mir leid, Bruno. Sie sind alle allein da draußen. Da hat sich jemand aus dem Staub gemacht. Was ein Arschloch. Würde ich aber auch machen. Benutzen. 1 von 3 aktiv. Ja, es gibt 3 Relais. Ja, ja. Relaisstation 2, 3 und 4. Guck mal, hier hinten ist. Von hier aus siehst du beide. Rechts und links. Ja, und ich glaube, bei der da hinten war ich in der Nähe, weil da ist eine Hängebrücke, die ist hochgezogen. Aber... Ich gehe hier nochmal aufs Dach. Ja, gibt, hallo? 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 Hier ist aber nichts. Ike und Jump'n'Run, nicht die Dinge. Ja, nee, das ist nichts für mich. Ich habe eine Kiste. Wow. Was drin? Ja. Warte. Drück doch I. Glas, Bolzen, Kletterpflanzen, Glibber, Kopfbrühe, das Rezept habe ich schon, schmeiße ich erstmal weg. Und ich habe schon wieder O gedrückt. Glas. Ich würde mich nicht wundern, wenn du hier noch ein Rezept für Glühbirnen findest. Weil die Puppe. Nee, das war ein Kochrezept. Ja, aber. Oh. Die Puppe draußen braucht ja eine Glühbirne. Ach du Scheiße, wo willst du denn da jetzt? Ich bin jetzt hier runter. Du kannst ganz normal runterrutschen. Jo, hier unten war ich an dem Zelt. Ja, bis halt eine Abbiegung zu weit. Okay, dann gehen wir jetzt zu Relay Station. Achtung! Ich sehe vor mir den Bären. So, gehen wir jetzt zu 4 und dann zu 6, würde ich sagen. Und wie? Ach. Wieder auf mich! Lass mich doch in Ruhe, du Arschloch! Ich kann nichts machen, ich treff den nicht! Dieses Klingeln, das irritiert mich! Ne, hier ist ein Fahrrad! Das kann ich benutzen! Errungenschaften. Och, Bär! Bär, bitte! Ei, komm her! Ich will versuchen, dass der die Klippe runterfällt. Der macht dem doch nichts. Wo bist du? Zurück, einfach nur. Bin ich? Hier, falsche Richtung! Jetzt bin ich gehittet worden! Cybert spielt mit Evil Dynasty. Toll. Das ist egal, nicht bitte nicht in den Aufnahmen. Ich habe ihn einmal getroffen, mehr nicht. Zweites Mal. Nicht hier hoch! Ey, willst du mich verarschen? Einfach nur laufen! Und näher an mir dran, bitte! Wie? Dreimal getroffen? Viermal getroffen. Fünfmal getroffen. Ich sammle nebenbei die Pfeile ein, ne? Ist gut so. Sechsmal getroffen. Oh. Hat er dich getroffen? Nee. Oh, der bleibt immer im falschen Moment stehen. Hab ihn! Boah! 7 Schüsse. Wow. Und was hat er? Keine Ahnung, ich sammle gerade die Pfeile hier ein. Leder und normales Fleisch. Oh, erst die Pfeile rausholen. Darko, hier, Davon hab ich noch genug. Da. Also. Warte, wo... Wir müssen da lang. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Fisch, ne?
Warte mal kurz. Relay Station 4 und 6, wie viele gibt's denn bitte? 3 Stück? 2, 4 und 6? Ja, aber warum nennt man die 2, 4 und 6? Und nicht 1, 2 und 3? Die sind vielleicht schon untergegangen. Warte mal, in welche Richtung läuft? Könntest du bei stehen bleiben und nicht sprinten? 4 und 6 geht nach da oben, also wir müssen dort lang. Finde ich aber schön, dass sie hier mal eine Beschilderung gemacht haben. Ja. Ja gut, hier nicht mehr. Wir gehen den Berg hoch. Müssen wir ja, die sind ja immer oben. Die sind immer oben. Ich hoffe, das ist der einzige Bär hier gewesen. Nein. Hier gibt's noch mehr. Aber ich dachte wirklich, die Bären haben eine Glocke um und dann steht dort ein Fahrrad, das klingelt. Boah. Weil da stand da benutzen, weißt du, dachte ich, ich könnte mich draufsetzen und wegfahren. War leider nicht so. Sähe aber bestimmt geil aus, wenn du mit von den Bären wegfährst auf dem Fahrrad. Mhm. Oh Gott. 4 und 6. Eine reine Quest. Warum läufst du eigentlich hinter mir? So, was ist denn da oben? Jetzt weiß ich, warum du hinter mir läufst. Bär, Bär. Ja, genau deswegen. Damit ich wieder der Blöde bin, der vom Bär wegrennen muss. Ja, Quatsch, ja, doch, ich bin der Einzige, der den dir abschießen kann. Schon mal daran gedacht? Ich hab ein Sägeblatt. Ike, lauf. Ich hab ein Sägeblatt. Och, der kommt von der Seite auf einmal. Der lässt mich in Ruhe, oder? Ja, yep. Ich renn hier hoch. Ja, ich muss sowieso hier hoch. Oh, Gottes Willen. Sägeblatt war das erste, was die Station wollte. Oh, Entschuldigung, wegen dem Niesergrad. Alles gut. Nee, auch wegen den Zuschauern. 4 oder 6? Wir gehen in die 4. Ja. Gott, das tut weh in der Brust. Och nee. Och nee. Was denn? Oh nee. Kommst du da hin? Und wie sollen wir es machen? Gibt es einen anderen Weg hoch? Ach nee, wir müssen erst zur 6, damit vielleicht dort ein Hebel ist, mit der wir nee, runterkriegen. Nee, die Brücke ist ja da drüben. Guck mal, gegenüber dort der Hebel, den müssen wir ja irgendwie runter. Siehst du? Das war nur geraten. Ich wusste nicht, dass das was macht. Also hier ist das, dann wird dort oben, steht dort ein Häuschen. Nee, Arschloch, arme Sau. Oh, ich halte meinen Speer bereit, falls Krabbelviecher kommen. Finde ich weit weniger schlimm als die Bären. Ey, hör auf, ne? Die Bären sind ja mies. Kurz gesagt, das sah echt geil aus, wie du die ganze Zeit im Kreis läufst. Ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Notiz. Hammer. Hier, Treibstoffrohr aufnehmen. Ich hab Hinweis aufnehmen. Ja, und 2 von 3 ist an. Hier ist nix mehr oben. Drück mal T, wir haben eine Karte von der Insel. Bei 2 und 4 sind wir. Okay, dort liegen Tote. Bei 6. Da müssen wir hin. Ich will Tote sehen. Hä, warte mal kurz, wie kommst du auf Tote? Da ist ein Totenkopf. Das ist die Giftmüllklappe. 1800 V. Was machst du denn hier jetzt? Hä, das war doch nicht Giftmüll. Eine Giftmüll ist bei 2, bei X2. Ja, aber das ist auch eine Giftmüll, würde ich sagen. Weil für den Totenkopf ist immer für Giftmüll. Weißt du, was ich denke?
Das ist dort, wo der Bär gerade war. Der zweite. So. Der zweite Bär. Kann sein. Kommst du wieder runter? Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Gut, wohin? Naja, jetzt zu 6. Mal gespannt, was dann passiert. Ach, du bist schon da vorne. Ja, ich bin, wo du dort standst, einfach nur runtergesprungen. Hey, kriegt man kein Fall Damage? Nö, dort ja nicht. Das ist zu niedrig. Wolltest du Stein kaufen? Ja. Aber hier gibt's sonst nichts, was man irgendwie abbauen kann, außer die paar Steine, die auf dem Boden liegen. Ein Vogel, der hier rumrennt. Da vorne. Ja. Das ist auch überhaupt keine Farminsel. Das ist wirklich nur eine reine Questinsel. Oh, hier oben war ich vorhin. Hier sind Glühwürmchen. Bienen! Bienen! Ja, Glühwürmchen. Achso, schade. Ja, weil ich suche hier immer noch Bienen. Das sind Bienen. Hör doch hin. Hier war ich nämlich vorhin. Hier, oh. Ich weiß nicht, ob Pilze, das so... Pilze, Honig. Ne, mit, aber ich weiß nicht, ob das... Okay, ich greife dich nicht an. Ich habe 3 Honigwaben und nochmal 3. Ach, endlich, wir können im Karai aufmachen. Ja, aber dazu brauchst du Bienen, um den im Karai aufzumachen. Nee, warte kurz, lass mich mal kurz hier nachschauen wieder. Ja, ja, ich guck hier bloß ein bisschen rum. Hier ist, unten steht ein Sofa. Ach nee, das konnte ich auch gar nicht. Ich hab Wildbeeren. Ach cool. Gibt's vielleicht noch was zu essen? Hier steht ein Sofa. Rosa is mostly right extension when Diane says otherwise. Lydia makes the rules unless two. Was auch das immer. Ich glaube, das müssen wir uns merken. Rosa ist meist richtig. Mach doch einen Screenshot und schick's mir per Privatnachricht im Discord. Dann kannst du kannst du da jederzeit rein switchen. Also, ich habe... Hä, wo sind die... Darko? Ich habe Blaubeeren aufgesammelt. Die sind nicht in meinem Inventar. Die sind nicht in meinem Inventar. Hast du vielleicht noch Platz oder keinen Platz mehr? Doch, ich bin komplett leer. Oder hat der die automatisch schon gegessen, der Dulli? Kann auch sein. Dass das, das ist einfach nur so ein Nahrungsmittel für unterwegs ist, falls du wirklich nichts dabei hast. Ah, das wäre scheiße. Wenn wir noch welche finden, musst du die mal aufheben. Oh, Bienen. Falsche Richtung. Nee, Bienen. Da, wo Bienen sind, ist Honig. Jetzt hätten wir das Netz meistens gebrauchen können. Nochmal 3 Honig. Und hier sind nochmal 3. Also, immer gucken, da, wo Bienen sind, Honig. Ich habe ja nicht mal Bienen gesehen. Die leuchten doch so schön hell. Rechts oder... Oh, okay, geradeaus. Warte mal ganz kurz. Geradeaus, aber... Komm mal. Was sind das hier oben? Hier sind wieder Blaubeeren. Warte, Finger weg, lass mich. Ja, ja. Wildbeeren aufheben. Nö. Ich habe jetzt den zweiten Busch hier hinten genommen. Ich habe keinen im Inventar. Aber allein plus eine Wildbeere, dass das da oben rechts angezeigt wird. Das ist nicht normal. Das hat irgendwas anderes zu bedeuten. Das ist vielleicht einfach nur ein Sammelbonus, den man machen kann. Wer weiß. Da ist eine Höhle. Die sieht zugewachsen aus. Haben wir eine Schere dabei? Nö. Machete bräuchten wir. Und tschüss. Boah, ich habe meine Stirnlampe zu Hause gelassen. Hier lang oder da sind nochmal Blaubeeren.
Ich würde sagen, die Blaubeeren trotzdem einfach mitnehmen. Hier rechts ist sie. Ja, immer mitnehmen, wenn du welche siehst. Ja, deswegen bin ich ja hier gerade so. Kriegst du auch? Kriegst du eigentlich auch die Anzeige, eine Wildbeere aufgenommen, wenn ich die aufsammle? Ja. Wie sollen wir da rüberkommen? Andere Seite rumlaufe. Aber das Schild wies doch. Hast du noch was zu essen? Ja, warte. 1, 2, 3, hier. Bitteschön. Man muss ja nicht immer den Schild. Oh nee, Ike, komm her. Wir müssen erstmal durch diese Höhle durch. Mit der Höhle kommen wir da hoch, wette ich mit dir. Ah! Arschloch! Oh, geh nee. Weg! Ich höre schon wieder. Komm zurück! Ike? Ja, ich bin. Oh Leute, hier geht's nach unten. Müssen irgendwas übersehen haben. Irgendeinen Bauplan. Nicht da hoch! Nein, ich bin vor dem Dings weggerannt, vor dem Bären. Kommt er da hoch? Warte mal. Machete. Kann es sein, dass wir die in Relay Station 1, 2 machen müssen, wenn wir Hammer und Säge haben? Weil ich habe doch Hammer und Säge eingesammelt. Oh ja. Nee, aber da fehlt noch eins. 3 waren's. Ne, guck mal, Hammer und Säge wurde ja auch oben rechts angezeigt. Und ich hab das nicht im Inventar, also im Gepäck. Das ist aber bei. Ah, die Blaubeeren sind bei T. Drück mal T. Oder? Na, guck mal rechts bei gefundene Gegenstände. Ach so, ja. Aber da fehlt ja noch eins. Dann müssen wir die Insel erkunden. Dann ab zum Kreuz, zum Totenkopf, würde ich sagen. Da wird dort vielleicht noch irgendwas sein. Weißt du wohin? Nö. wir sind. Wir sind irgendwie in der Nähe von der 6. Ja, ich weiß ja auch, wo die ist, Ike. Aber ja, nee, nicht hin. Ja, nee, von dem Totenkopf meinte ich. Also, ey, Totenkopf ist wahrscheinlich wirklich, wie du meintest, Bärengebiet. Das müsste. Warte mal, ich muss mich jetzt orientieren. Tee, pass mal auf, dass bitte kein Bär ankommt. So, wenn ich das so halte, ist das dann. Wir sind da. Wir sind gerade zwischen 6 und 4, das heißt, da unten irgendwo ist der Totenkopf. Ja, runter da. Hm, viel Spaß. Oder? Wo willst du denn jetzt hin? Ich gehe einen einfacheren Weg. Hat die Leber abgezogen? Nö, aber ich hab Durst. Hier sind schon wieder Bären. 1. Ich höre da was ankommen. Ja, der ist auf mich, Akko. Das sieht lustig aus. Boah, der hat eine Sprungreichweite. Ja, hilf mir mal! Wie denn? Ich hab nur ein Speer! Jetzt rennt der da oben lang! Komm runter hier! Komm runter hier! So, jetzt kannst du schießen, ne? Ich brauche erstmal eine Position, wo er mich nicht attackieren kann, sorry. So,
Das wird in der Aufnahme, das wird bestimmt so dämlich in der Aufnahme aussehen, wie ich um den Baum renne. Ja, du musst herkommen. Aber nicht hier hoch. Nein, nicht hier hoch. Nein, keine Sorge. Dritter Fall. Aber ich sammle die Pfeile jetzt nicht ein. Vierter. Nein. Einfach überleben. Und das ist einfach. Au. Fünfter. Mann! Au. Alter, der macht nie so viel Damage. Nein, aber ich treffe gerade auch nicht so unfähig, wie ich bin. Mein Bogen ist kaputt. Geil! Und das zum Ende der Folge, geil!